Na, na? Ach, kommt schon. Gebt doch zu, es ist cool. Genau wie im Kino. Dramatischer Auftritt des Roboters. Er macht ihr kaputt. Und wenn alle Hoffnung verloren scheint, wird Syndrom die Welt retten. Du hast die echten Helden umgebracht, damit du so tun kannst, als wärst du auch einer? Ich bin schon ein Held. Held genug, um dich zu besiegen. Tut mir leid. Das ist alles meine Schuld. Ich war ein schlechter Vater. Blind. Ich hatte solche Angst, vergessen zu werden, dass ich euch alle vergessen habe. Ja, ja, ja. Ich finde, Dad hat heute große Fortschritte gemacht. Aber ich glaube, wir sollten jetzt alle mal wieder runterkommen. Oh nein, tut mir leid. Moment, Moment. Violetta! Ups. Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Die Unglaublichen auf der PS4 mit mir. Eure Mighty und Freunde, ja, wir wurden wieder gefangen genommen von Syndrom, haben uns aber jetzt gerade befreit, beziehungsweise Violette hat uns befreit, ihr habt es gerade gesehen, so, die Familie ist wieder zusammengerückt, ja, und jetzt hauen wir mal voll drauf hier, würde ich sagen, okay, also, let's go, ah, ich muss hier, glaube ich, rein, ja, oder auch nicht, okay, Alter, hab ich mich jetzt, ich hab mich lebenserschrocken, Alter. Bam! Ja! Was gibt es Besseres, als einen bösen Plan zu feiern? Komm her, komm her! Oh, yeah! Das ist egal, wir sind schon gestartet. Ihr werdet es niemals rechtzeitig in die Stadt schaffen. Komm, da machen wir einen super Angriff. Feder, hauen wir mal einen raus. Ernsthaft? Ernsthaft? Mitten im super Angriff? Ernsthaft? Spiel! Okay, drei Stück sehe ich. Wir werden wahrscheinlich vier benötigen, aber ist ja egal. Kann ich nochmal meinen super Angriff machen, bitte? Danke. Da oben. Das ist die richtige Halle, aber ich sehe hier keine Jets. So, komm her. Ein Jet ist nicht schnell genug. Und was ist schneller als ein Jet? Oh, ich brauche Mami. Wie wär's mit einer Rakete? Tolle Idee, Flash. Dann bauen wir mal los. Und bam, jawohl. Sei vorsichtig. Okay, das war ja knapp. Diesen Kanonen ist nicht angenehm. Jetzt. Eins. 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 Jetzt. Jawohl. Okay, Einnahme. Zack. Passt. Weiter. Mal den Bus hier kaputt hier, Mann. Den Truck hier. Nein, warum nicht? Der spielt nur Musik. Zack. Jawohl. Oh, stopp. Flashy, flashy. Oh yeah, oh yeah. Oh. Kommen die denn her? Hoch und das runterholen? Dieser Teil der Wand scheint sich irgendwie aktivieren zu lassen. Könnte Hallo, geh kaputt. Abgefahrener Flashhaftigkeit angetrieben werden? Okay, zwei. Wo ist der dritte? Oh, wo ist der dritte? Ach, dann ist er da in der Ecke. Tatsache. Okay. Aber. So, Flash, 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 haben wir. Nummer zwei. Mami. Du bist nochmal gefragt. Komm her. Ich sehe da oben was, in diesem Kontrollraum. Naja, da müssen wir auch hin, ne? So, Mami hat alles gegeben. Okay. Okay, alle drei haben wir. Okay, jetzt muss ich bestimmt wieder mit vier machen. Ne, okay, dann muss ich mir mal ein Stück zurücksetzen. Ja, okay. Okay, fangen wir an. Eins. Zwei. Drei. Ha ha ha!
mein Superanzug? Was? Wo ist mein Superanzug? Vorsicht, zurücktreten! Ich denke, diesem Schrotthaufen muss ich wohl ein paar Manieren beibringen. Ich bin Superanzug. Zum letzten Mal. Wo ist mein Superanzug? Oh! Es geht los, Liebling. Fertig, Violetta? Los! Das wird jetzt holprig. Ist alles in Ordnung da hinten? Super duper, Dad. Ja, machen wir das nochmal. Ich geh rein. Kinder, raus aus dem Wohnmobil! Letzte Showdown, Freunde, gegen Syndrom wahrscheinlich. Los geht es! Das letzte Mal, dass ich in die Stadt fahre, bin gerade riesen. Genau. Dürfen wir jetzt mit dir und Mom gegen diesen Riesenroboter? Ja, dürft ihr! Ja, ihr beide kommt mit uns. Aber genau. Nur, damit wir euch im Auge behalten. Let's go! Okay, was geht hier ab? Ah, das Auto! Okay. Kinder, Vorsicht! Diese Dinger sind gefährlich! Entspann dich, Dad. Wir haben schon mal gegen sie gekämpft. Ja. Na los, ihr Mama fertig hier! Das ist ein Platz. Sie werden so schnell groß. Nein, nicht jetzt! Da wehe, du hast jetzt mehr als ein. Yeah. Rappadamba, ba, ba, rappadamba, du. Ja, hallo. Ganz ruhig, Mummi. Ganz ruhig, Mutti. Der Boden ist ganz elektrisch. Was machen wir denn jetzt, Dad? Ich weiß was. Uns muss dort rüber und den Strom abstellen. Violetta! Komm her. Flash, komm her, du musst da rein. Du musst da mit. Ich seh's. Toll gemacht, Violetta. Aber sei vorsichtig mit dem Schalter. Bob, möchtest du das aus dem Weg räumen? Ja, ziemlich. Alles gut. Bobby? Bobby? Bobby zum fünften? Oh ja. Darunter ist ein Minikit, ich sehe es, aber ich habe leider kein Wasser hier. Leider, tut mir leid. Würde ich das da jetzt holen, geht aber nicht. Warte mal, komm ich mit der Violetta da? Da drüben. Geh mal raus, Mama. Komm ich da drüben? Da hätte ich mich kaputt gelacht, wäre das gegangen, ne? Was macht er denn da? Das macht die Sache auch nicht leichter. Komm, Liebling, wir finden gemeinsam einen Weg dadurch. Ja, wir machen das schon. Komm her, Mama, lass mich dich werfen, komm. Jawohl. Bei meinem Glück muss ich jetzt jemand anderes. Ah, guck mal, nee, ich muss die Dinger hier runterschieben. Alle drei zusammen geht das? Ja, das geht. Geil. 1, 2, 3. Jetzt alle rüber. Sofort.
Das war ein Trick. Das Ganze nochmal. Und los. Wie meine Tochter, wie meine Tochter. Nein, ich will heute nicht Haare waschen. Ich kann diese Wasserrohre verwenden. Was, du willst nicht Haare waschen? Wäsch dir jetzt die Haare. Wir geraten hier in tiefe Gewässer. Boah, nicht wieder schwimmen. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Hier rüber nicht, ne? Warte mal, ich muss darüber bestimmen, aber ich bin bestimmt. Ah, warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Jetzt hör doch auf, da reinzugehen, Mann! Ich will doch die Mutti haben. Ich muss doch bestimmt, da seht ihr, da unten ist es doch sogar abgebildet. Ich muss ein Schlauchboot werden. Okay, können wir? Los geht's. Komm ich da ganz nah ran, oder? Ach, muss ich? Wir müssen dieses Ding verfolgen. Lasst uns versuchen, weiter raufzuklettern, um zu sehen, wo es hin will. Ja, kalt, ne? Erfrieren. Er ist mal ein bisschen kalt. Da ist er wie meine Frau, ja? Damit kommen wir doch auf die Dächer rauf. Ach, mir ist so kalt. Draußen 30 Grad. Oh, gib mir meine Decke. Alter, der nervt, ne? Wieder dieses Elektrofeld, ne? Das nervt, das geht mir jetzt schon wieder auf den Nuss, ne? Das brauchen wir jetzt noch nicht, aber vielleicht nützt es uns später noch was. Damit müsste der Hubschrauber mehr Saft bekommen. Flash, Violetta, schafft ihr das? Na klar, Mann! Überlasst das einfach uns! Okay, kriegen wir das jetzt gebacken hier? Wie komme ich denn da jetzt drauf? Kinder, ich weiß, dass das heftig ist. Aber könntet ihr euch bitte beeilen und diese Helikopterblätter aufladen? Rüber, 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 Mutti! Ja, geil. Nur hier brauche ich Flash. Sowas soll doch gefährlich sein, vergessen. Diese Rutsche sieht fast perfekt aus für Flash. Ah, hier ist, okay, hier ist richtig, okay. Ja, hier brauche ich Violetta wieder. Habe ich meine super Spezialattacke? Nein, natürlich nicht. Doch, jetzt habe ich ihn. Alles klar, habe ich. Alles gut. Okay, Bauarbeiter, weitermachen. Guck mal her. Ach, mit dem muss ich da auch rüber, ne? Aber wie? Ich habe jetzt verdammt nochmal 10 Minuten gebraucht, bis ich dieses scheiß Auto gefunden habe. 10 Minuten. 10. Dazu sagen wir nichts, wa? Violetta, meinst du könntest mir helfen, einen Weg darauf zu finden? Sicher, aber ich war irgendwie beschäftigt. Okay. So, nein.
Alter, hab ich mich jetzt schon wieder so hart... Alles gut. Ich habe einen Flugzeugabsturz überlebt. Schon vergessen? Da brauchte schon mehr als eine Riesenmurmel, um Elastigirl zu stoppen. Du warst immer die Starke. Boah, wieder des Todes erschrocken, ey. Hier? Cool. Ich wollte schon immer eine dieser Rutschen hochlaufen. Du bist okay, da sind wir, alles Violette, klar. Lass es. Flash, bring uns irgendwie auf das Dach. Wir laufen dort rüber. 3, 2, let's go! Ich laufe auf ein Gebäude! Hast du dich vergewissert, dass das sicher ist? So, was haben wir denn hier? Was zum Aufbauen? Nein, leider nicht. Aber hier ist ein Kran. Ne, ein Fahrstuhl. Ach, die Digger zum Fensterputzen sind hier. So, kommt drauf, ihr Familie. Und wieder hoch. Jawohl. So, Mama. Nicht ganz. Noch ein bisschen höher und wir sind da. Das war zu einfach. Wir brauchen einen anderen Plan. Einen, den wir uns gemeinsam als Familie einfallen lassen. Und dazu zählst auch du. Weiter geht's. Du gehörst zur Familie. Großartig. Ich weiß das Kompliment zu schätzen. Also, legen wir jetzt los? Wir brauchen die Quaddy-Steine und wir müssen das Ding da irgendwie zusammenbauen. Aber das werde ich wahrscheinlich hier mit den lilanen Dinger machen müssen. Guck mal, da können wir auch was machen. Machen wir gleich, wartet. Wie viele Inquaddy-Steine brauche ich überhaupt? 10, 20, 30 die jetzt mal? Darunter ist nämlich auch noch einer. Ganz schnell hier. Ganz schnell Flux. Schön. Steht er da? Nee, leider nicht. Okay. Hier brauche ich Mami. Mama. Mama. Stopp. Flash, komm her. Was habe ich zum Thema gucken, bevor du losläufst, gesagt? Bob, sieh mal nach deinem Sohn. Alles gut, Mom. Die Spur muss nur fertig gebaut werden. Okay. Nehme ich nicht so an. Ich weiß, wie wir es für Flash sicherer machen können. Helen, versuch da drauf zu kommen. Ja, ja, wollte ich doch machen. Komm her, Mutti. Mutti. Jawohl, schön, schön, schön. Passt, passt. Na gut, aber beeil dich. Abgefahren, danke, Mann. Ja, bitte, bitte. Was soll der Blödsinn denn? Komm her, Bob. Flash, komm mit hoch. Das Ding dorthin, wo wir es auch benutzen können. Ach, ich muss das doch nicht aus den lilanen Dingern machen. Okay. Macht euch bereit. Ich werfe ihn jetzt runter. Ich muss das... Ah, okay. Kapiert. Hier kommt sie. Kommt alle wieder runter. Schnell.
Nein, da war doch noch was, Mann. Das sieht nicht gut aus. Bleibt alle zurück. Da war ist auch noch einer. Jawohl, der Frozone klettert an der Mama hoch. Okay, Nummer 4, kann ich da rein? Nein. So, okay, so, ich brauche jetzt Violetta, komm her. Da unten waren so nämlich so lila Teile. Ich komm nicht an die Bodenplatte ran. Genau. Was machen wir denn jetzt? Komm her. Genau, dann werde ich dich jetzt erstmal voll damit. Ich kann mich wieder nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht wieso. Jetzt geht wieder. Okay, ein Teil. Ach, da drüben sind die Teile. Komm her, komm her, komm her, komm ich dran. Ich komme da nicht dran. Ach du Scheiße, ich komme da nicht dran. Oder? Wo ist Violetta? Die hat ja noch nicht genug. Dahin sind ja noch ein paar Teile. Frozone, meinst du, du kannst diese Arme gefrieren lassen? Wie, jetzt ehrlich? Quatsch. Ach, da oben, Alter, das sieht doch kein Mensch, Leute. Ey, das sieht doch kein Mensch. Sein. Ist das eine Drohne mit dem Hotdog oben drauf? Mit dem Würstel? Nö. Ich werd bekannt, Alter. Die kommen auf Ideen. So, Nummer 4. Ich brauche 6 Stück. Ach du Scheibenkleister. Einer fehlt. Da, guck mal, kann ich nochmal was aufbauen? Muss ich die wieder umhauen? Oben. Die haben die ganze Zeit ja nur von dem Teil da geredet. Ey, das hat doch keiner gesehen. Da oben ist es ja auch drin im Milchshake. Ey, Mann. Jetzt müssten wir an diesen Stein rankommen. An welchen Stein? Immer noch nicht? Sechs Stück, Leute, jetzt wird spannend. Alle fünf? Ne, vier, okay. Let's go. Oh Gott, ich muss erst darüber. Alter. Oh, das sieht super aus. Warte mal, warte, 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 warte. Gemacht, Steine, 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 Steine. Ich hab ihn auf! Seht alle her!
Das jawohl. Alles klar. Ja, sehr gut. So, let's go. Alle zusammen, jetzt arbeiten sie alle zusammen, ja endlich mal. Jawohl, super. Und der Daddy haut drauf. Komm schon, Paz. Es ist gleich frei. Ja, genau. Mama muss jetzt hoch, ne, Mama muss sie jetzt hochschlängeln. Daddy klettert an Mama hoch. Stopp. Nicht du. Und dann ziehen wir doch mal kräftig dran und dann haben wir ihn besiegt. Du hast gewonnen. Ich tauche unter. Du solltest deinen Babysittern mehr bezahlen. Jack hat's geschafft, Freunde. Der letzte Showdown. Mission abgeschlossen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Wir haben leider nur ein Minikit bekommen, aber das ist gar nicht so schlimm, Freunde. Das passt auf jeden Fall. Wir bekommen Mr. Incredible als Minifigur. Die habe ich auch als Minifigur und zwar in echt. So, die Geschichte geht weiter. Ich glaube, das war's mit der Geschichte gewesen, aber wir schauen uns das trotzdem mal an. Ja. Freunde, das waren Lego The Incredibles, Lego die Unglaublichen. Nochmals vielen, vielen Dank an Warner, ja, die mir dazukommen lassen haben. Ich habe euch gar nicht gezeigt. Habe ich euch nie gezeigt. Ne, wartet mal. Stimmt, das habe ich ja im Skylander-Video gezeigt. Da kam ein Paket, Freunde von Warner. Die haben mir eine The Incredible Lego The Incredible Box geschickt gehabt. Das habe ich euch nie gezeigt. Ne? Es tut mir wirklich leid. Ich dachte immer, weil ich die ganze Zeit, ich habe einmal gezeigt und dann war gut, aber da war es ja im falschen Projekt gewesen. Und ja, Freunde, so sieht die ganze Box auf jeden Fall aus. Mit dabei sind die Lego Brickheads zu den Incredibles 2 mit Mr. Incredible und mit Frozone. Obendrauf war noch die spezielle Minifigur Edna, die man ja auch im Spiel bekommen konnte. Ja, also wenn man das Spiel kaufte, dann konnte man, ich glaube, bei PlayStation 4 oder so war es oder bei Xbox, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall bekommt man auch diese Edna-Figur und natürlich einmal das Spiel selber nochmals, Freunde. Und ja, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Es tut mir wirklich leid. So sieht es auf jeden Fall aus. Viele haben mich gefragt, ob ich dir zu den Brickheads ein Video mache. Werde ich aber nicht machen, weil das sind so Boxen. Das ist jetzt ja, das ist jetzt mittlerweile meine dritte Box, die ich von Warner bekommen habe. Und ich packe die ja nie aus. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen, die stelle ich mir schön ins Regal. Da sehen sie gut aus. Und ja, wenn ich mal ein bisschen mehr Platz habe, werde ich sie mir schön ins Zimmer stellen. Auf jeden Fall. Deswegen, also ich werde die so original verpackt lassen. Dann passt es auf jeden Fall. Aber ich habe es euch jetzt auf jeden Fall mal gezeigt. So, lasst uns das überspringen. Wir haben 38,1% geschafft. Gehe ich auf die 100%, fragt ihr. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich soll mir keine Sorgen machen? Wir laufen hier in irgendeinem gottverlassenen. Streite mit mir so viel du willst. Ich bin nur froh, dass euch nichts passiert ist. Thank you.
Ach ja, das gab's ja auch bei Ninjago, ne? Genau, da konnte man noch so durchlaufen. Hier muss ich sagen, genau. Ja, ich erinnere mich. Stimmt, da konnte man ordentlich Steine sammeln. Ja, Freunde, die Frage ist, gehen wir auf die 100%? Ich würde, ich persönlich habe eigentlich mir nicht vorgenommen, die 100% zu gehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist aber so, dass ich gerade hier durch diese Mini-Packs und so, die man hier wieder öffnen kann, bin ich da mega geil drauf. Und ich werde auf jeden Fall so eine Art Mini-Pack-Opening machen. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und des Weiteren habe ich auf jeden Fall vor, ja, die ganzen Disney-Pixar-Charaktere. Die will ich mir auf jeden Fall alle besorgen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich extrem vorhabe, dass ich da die ganzen Disney-Pixar-Charaktere hole. Wir haben ja momentan nur Dory gefunden. Und die möchte ich mir wirklich sehr, sehr gerne alle besorgen. Und deswegen, da werden wir, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Aber ich glaube, die 100% in den Storys selber, denke ich mal nicht, dass ich das nachträglich noch schaffen werde. Glaube ich einfach nicht dran, ja. Aber egal, Freunde. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen weitergehen. Ja, könnt ihr euch darauf freuen. Ganz beenden tun wir das Projekt jetzt definitiv nicht. Das ist ganz klar. Wie gesagt, ich will die ganzen Disney Pixar Minifiguren haben und bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was es da für welche gibt. Ja, also ich habe schon in den Kommentaren gelesen, Toy Story soll wohl mit dabei sein. Was habe ich noch gelesen? Merida, glaube ich, könnte auch mit dabei gewesen sein. Boah, Alter, guck mal, wir haben hier mal 446. Das ist schon krass, oder? Gibt ordentlich Steinchen, ne? Da gibt ordentlich Steinchen. Ich habe aber überlegt, ne, man kann ja, glaube ich, für 50.000 immer solche Packs kaufen. Ob wir nicht mal so eine Pack-Opening machen. Ja, vielleicht mache ich das schon in der nächsten Folge. Ich schaue mal, wie viel Stats ich habe. Dass ich da vielleicht einfach mal alle Mini-Packs öffne. Weil ich glaube gar nicht, wie sehr ich diese Mini-Packs liebe, ja. Diese Displays und so. Boah, ich liebe das, ne? Okay, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube nicht, dass ich diese mal 600 durchziehen kann. Glaube ich einfach nicht dran, weil wird ja immer schwieriger und irgendwann ist es gleich der Zeitpunkt, da habe ich das ein oder andere kleine Teil übersehen. Und da werde ich dann wahrscheinlich... dann abkacken. Aber noch sieht es ganz gut aus. Noch sind wir dabei, muss ich sagen. Hier ist noch der eine Baum. Oh, da wollte ich gar nicht runterfallen. Ey, das war natürlich doof. Ich frage mich, ob es ob es noch weitergeht. Also 800, also ich meine 1000. Ob es auch mal 1000 gibt. Das wäre krank, oder? Aber ich glaube, so weit kommen wir gar nicht. Ich glaube, 999, dann wird wahrscheinlich Schluss sein, denke ich mal. 99%. Ja, jetzt geht das wahrscheinlich weg hier. Ne, noch habe ich es geschafft. Okay. Hier auch nochmal. Ja, okay. Okay. Das war's. Mission abgeschlossen. Mal 900, Alter. Wie krass ist das denn bitte gewesen? Okay. Ja, also Freunde, so sieht's auf jeden Fall aus. Hier sind wir und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall dann... gucken, ob wir da nicht so ein kleines Mini-Pack-Opening machen. Gucken, wo kann ich denn diese Dinger kaufen? Irgendwo muss ich die eröffnen können, oder? Na gut, Freunde. Ich bin raus erstmal. Ja, danke schön, dass ihr dabei wart. Ja, Daumen nach oben, Abo da lassen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Bis dann, alles Gute. Euer Whitey. Haut rein. Peace.